Wenn Ihnen Strom und Gas zu teuer sind, können Sie den Anbieter wechseln. Wenn Ihnen das Leitungswasser zu teuer wird, dann können Sie höchstens aufs Duschen verzichten. Anbieterwechsel gibt es da nicht und einen Wettbewerb wie bei Gas- und Stromanbietern auch nicht. Dazu kommt, die deutschen Wasserpreise gehören europaweit zu den höchsten. Und das ärgert viele. Und wenn dann auch noch der Bekannte im Nachbarort deutlich weniger für das Gleiche zahlt, dann läuft etwas schief. War das ein teurer Badespaß? 300 Liter Wasser passen in so ein Planschbecken. Bei Familie Mävers kam es oft zum Einsatz in diesem Sommer. Und Wasser wird immer teurer in ihrer Kommune in Niedernhausen im Taunus. Ich bin sauer über die Preisentwicklung zwischen den beiden Kommunen, die nur 7 Kilometer auseinander liegen. 2,30 Euro für den Kubikmeter in Idstein und 2,88 Euro für den Kubikmeter in Niedernhausen. Und für dasselbe Medium, 1000 Liter Wasser, sind die 58 Cent teurer netto. Und das sehe ich nicht ein. Im Nachbarort Idstein, nur ein paar Kilometer entfernt, freut sich die Familie Schönefeld. Bei ihnen sind die Wasserpreise sogar gerade gesunken. Und so zahlen sie im Durchschnitt 93 Euro weniger im Jahr als die Familie Mävers im Nachbarort. Ja, für uns ist es super. Also es ist natürlich schön, wenn man nicht so viel bezahlt, aber gerecht ist es insgesamt halt nicht. Das ist aber Realität in Deutschland. Der Wohnort ist entscheidend, wie viel man zahlt. Trinkwasser, das letzte Monopol. Oder wie kann das sein, dass in Hannover eine vierköpfige Familie durchschnittlich 162 Euro, in Karlsruhe doppelt so viel, 325, oder in Wiesbaden sogar 403 Euro bezahlen muss? Dieser Mann ist überzeugt, viele Bürger zahlen zu viel für ihr Wasser. Und er weiß, wovon er spricht. Professor Justus Haukapp ist der Vorsitzende der unabhängigen Monopolkommission, ein Hüter des Wettbewerbs. Es ist davon auszugehen, dass die Verbraucher teilweise zumindest ausgebeutet werden, weil es einfach so ist, dass Wasser ein sogenanntes natürliches Monopol ist. Das heißt, die Verbraucher können nicht wechseln, wenn ihnen die Preise zu hoch sind. Keine Transparenz, nicht nachvollziehbare Preise. In der hessischen Landeskartellbehörde sieht man das genauso. Hier hat der Kampf für faire Wasserpreise begonnen. 700 Akten stapeln sich hier. Darin enthalten bundesweite Daten vergleichbarer Städte und Wasserversorger. Wir vergleichen die Unternehmen auf ihre Preishöhen und auf ihre Infrastruktur und Kostenstruktur. Und wenn wir keinen befriedigenden Grund dafür halten, warum in einem Fall die Preise deutlich höher liegen als in einem anderen, ermitteln wir und verfügen gegebenenfalls eine Preissenkung. 9-mal wurde die hessische Kartellbehörde bis jetzt fündig. Die Preistreiber dabei: in Frankfurt ist das Wasser 37% zu teuer, in Kassel ebenfalls, in Wetzlar 33%. Wir fahren nach Wetzlar, wollen wissen, ob die Bürger jetzt weniger für ihr Wasser zahlen. Die Stadt hatte sich gegen die Preissenkung gewehrt, war bis vor den Bundesgerichtshof gezogen und hatte verloren. 2 Millionen Euro musste sie rückwirkend an ihre Bürger zurückzahlen. Und heute? Von Preissenkung keine Spur. Das ist die Erklärung. Es gibt 2 Wassersysteme in Deutschland. Es gibt private Wasserversorger. Sie erheben Preise. Nur diese Unternehmen können die Kartellbehörden kontrollieren. Es gibt aber auch kommunale Wasserversorger. Sie erheben Gebühren. Das Kartellamt hat hier keine Aufsicht. Genau das hat das abgemahnte Wetzlar ausgenutzt. Die Stadt hat das Wasser rekommunalisiert. Aus Preis wurde Gebühr. Da kann die Kartellbehörde nicht mehr reinreden. Braucht man keine lange drüber zu diskutieren. Das ist eine Verarschung der Leute. Ne? Nee, das Kind hat nur einen anderen Namen bekommen. Also wenn ich das im Gesamten sehe, ich bezahle das Wasser, was ich verbrauche, ist mir das egal, ob das jetzt Gebühr oder Preis ist. Ich möchte einen fairen Preis zahlen. Punkt. Doch der Bürgermeister bleibt dabei. Trotz Richterspruch, trotz Verfahrens der Kartellbehörde. Billiger gehe es nicht. Die Stadt Wetzlar will nichts verdienen am Wasser. Sie will nur die Kosten darstellen und dem Bürger weiterreichen. Fast alle Städte argumentieren so, die ins Visier der Kartellbehörden gekommen sind. Sie halten den Vergleich mit günstigeren Kommunen für untauglich. Inzwischen drohen bundesweit auch andere Städte, sich wie Wetzlar den Preiskontrolleuren zu entziehen. Ein Schlupfloch, das dringend gestopft werden muss. Politisch lässt sich natürlich kein Kommunalpolitiker gerne kontrollieren durch eine Bundesbehörde oder eine Verbraucherschutzbehörde.
Die möchten gerne die Einnahmen behalten, um damit andere Dinge zu finanzieren. Kurzfristig sollte man zumindest klarstellen, dass auch Wassergebühren dem Kartellrecht unterliegen. Das heißt, die Kartellbehörden sollten das Recht haben, Wassergebühren genauso wie Wasserpreise zu kontrollieren. Das wünschen sich auch die Mävers. 100 Euro im Jahr könnten sie so sparen. Aber einheitliche Kontrollen beim Wasserpreis, das kann nur die Politik regeln. Und die sieht immer noch keinen Handlungsbedarf. Handlungsbedarf, auch ein Begriff, den wir in Zusammenhang mit der Rettung Griechen